So, ich habe mich auf dieser eigentlich sehr unbequem aussehenden Bank positioniert, wo wir beim letzten Mal aufgehört haben. Conifer müssen wir jetzt noch ein kleines bisschen ertragen mit seinen Geräuschen im Hintergrund. So, lasst mich kurz schauen. Da ist meine Karte. Also beim letzten Mal haben wir vor meinem absoluten Lieblingsgebiet angefangen. Ich meine, es gibt Schlimmeres, aber es wird mit Sicherheit nicht auf Platz 1 landen. Nämlich der Pilzöde. Und die haben wir quasi komplett erkundet im letzten Stream, was ich eigentlich auch ziemlich gut fand, weil ich dann quasi das ganze Gebiet in einem Ablauf machen konnte und nicht irgendwie mittendrin aufgehört habe und dann keine Ahnung mehr hatte, wo ich vielleicht noch hin kann und auch nicht oder wie oder was. Also ist, glaube ich, eigentlich ganz gut gewesen, das ganze Gebiet quasi sofort machen zu können in einem Stream. Nichtsdestotrotz habe ich ja schon so ein paar Problemchen gehabt mit explodierenden Pilzen und Stacheln und explodierenden Gegnern und Stacheln und Mantissen. Ist das der offizielle Plural? Ist egal. Und Stacheln und bestimmt noch ganz vielen anderen Dingen und Stacheln. Also war nicht so mein präferiertes Gebiet, aber wir sind zumindest in einem Stück durchgekommen. Von daher gesehen, ja. Lasse ich das einfach mal so stehen. Wie gesagt, wird nicht mein liebstes Gebiet werden, muss es aber ja auch nicht. Und die größte Überraschung war eigentlich, dass das Gebiet keinen Boss hatte. Also das hat mich sehr irritiert, weil ich dachte, diese Statue auf der Karte wäre auf jeden Fall der Boss, wie es in den anderen Gebieten hier oben ja auch war. Da ist dieser Raum mit diesen Orgelrohren. Und hier in der Mitte war ja auch so ein Köpfchen eingezeichnet. Also ging ich davon aus, ja klar, Bosskampf und es kam einfach keiner. Was vielleicht auch besser so war. Der Boss wäre wahrscheinlich auch nicht so nett gewesen in dem Gebiet. Aber ja, das haben wir auf jeden Fall komplett abgeschlossen. Ich hatte vielleicht ein, zwei minimale Lebenskrisen im Laufe der Zeit, aber die haben wir jetzt überwunden. Und in der Stadt der Tränen wurde dann letztendlich auch alles besser. Da hatten wir noch eine schöne Szene mit Hornet, die uns letztendlich dann auch zum Tempel des Schwarzen Eis schicken möchte, scheinbar. Und das Gebiet fand ich auch viel schöner für mich. Also ich glaube, das Problem war für mich auch einfach, dass hier diese Walljump-Mechanik auch so extrem abgefragt wurde gegen Ende und ich die noch nicht so verinnerlicht hatte und deswegen ein bisschen frustriert war. Aber die Stadt der Tränen ist echt richtig, richtig schön. Von der ganzen Atmosphäre her, die Musik ist tatsächlich sehr präsent, was ich ganz schön finde. Es sieht richtig toll aus mit dem Regen. Und wie gesagt, die ganze Atmosphäre ist einfach schön. Und da haben wir auch schon ordentlich was erkundet. Bei den drei Punkten konnte ich, glaube ich, nicht weiter, weil, was hattest du vorm Stream gesagt? Tür Schlüssel. und Schlüssel. Von daher gesehen, ja, können wir das erstmal getrost liegen lassen. Ich habe jetzt vor, von hier aus erstmal zur Hirschkäferstation zu laufen, dass wir unser Geld ausgeben können und dann quasi so ein bisschen rechts von mir vielleicht weiter zu erkunden. Ich werde heute noch nicht backtracken. Ich denke, es lohnt sich halt auch einfach nicht, weil ich jetzt nur den Walljump dazu bekommen habe und ich nicht so scharf bin, nochmal in die Pilzöde jetzt zu gehen später. Deswegen werden wir die Pilzöde und den grünen Weg jetzt erstmal getrost liegen lassen. Ich glaube, hier könnten wir ein, zwei Sachen jetzt noch holen, aber ich sammle erstmal noch ein paar mehr Fähigkeiten. Aber da ich sowieso einmal nach Mistmund möchte, kann ich zumindest hier, glaube ich, noch zwei Sachen holen, wo mir der Walljump gefehlt hat. Der Rest ist, glaube ich, entweder, dass ich einen Schlüssel brauche und eine Lampe, die ich auch endlich mal kaufen könnte, aber ich mag es lieber, mich zu stärken, als nützliche Dinge zu kaufen. Shame on me. Machen wir später, läuft ja nicht weg. Wird ja wohl keiner die Tür vor mir aufbrechen. Deswegen, ja, das ist so der Plan für heute. Also backtracken kann man sowieso irgendwann nochmal später. Je nachdem, ob ich von der Stadt der Tränen aus noch in ein weiteres Gebiet komme oder eben nicht, kann ich mir das Mantisdorf erstmal klemmen. Wenn es gar nicht anders geht, dann muss ich da halt noch mal hin. Aber ja, so auf jeden Fall der Plan für den Moment. So, das heißt, ich muss weiter nach links. So, da war springen, da war angreifen. Hier wäre heilen potenziell. Da ist meine Karte und da ist mein Dash. Frage mich ja, ob die anderen Knöpfe auch noch belegt werden, weil Dash ist ja jetzt auf ZR, ob ZL irgendwann auch noch belegt wird. Ist mir sogar lieber, wenn ich nicht so viele Knöpfe habe, soll, sonst komme ich, gerade wenn ich Panik habe, wenn ich jetzt plötzlich mal wieder in so ein Loch falle mit zwei Geradaxen drin, dann bekomme ich halt gerne mal Panik und drücke einfach alle Knöpfe durch, ob es Sinn macht oder nicht. Und ja, das ist dann oftmals mein Untergang in den Momenten, deswegen bin ich eigentlich ganz froh, wenn ich nicht so viele Knöpfe habe. Aber mal gucken. Konigbaum, Dankeschön für 4 Monate Treue. Flupp. Das ist knapp.
erstmal wieder so ein bisschen reinkommen. Ich hoffe einfach, dass ich nicht sofort in den Boss reinstolpere und es erstmal wieder ein bisschen Zeit habe, reinzukommen. Weil, wie schon öfter gesagt, wenn so eine Woche dazwischen... Nee, wir beenden den Stream. Tschüss. Wenn so eine Woche dazwischen liegt, dann muss ich mich erstmal wieder einspielen. Das wollte ich eigentlich sagen. Das habe ich, glaube ich, bei jedem Stream bis dato einmal kurz angeschnitten. Warum? Erster Raum und erstmal Zote. Ich hoffe, der will nicht kämpfen. Ich hoffe, der steht da nur rum und erzählt mir, wie toll er ist. Damit könnte ich noch leben. Ei. Zote, der Mächtige. Sieht eher aus wie der Grumpige. Hey, pass auf, wohin du gehst. Du nasser Vagabund. Ich will nicht von dir nass gemacht werden. Es ist schon schwer genug, trocken zu bleiben. Ich bin Zote der Mächtige, ein Ritter von großem Ruhm. Wenn ich beschließe, trocken zu bleiben, dann wird auch genau das geschehen. Verflucht sei diese elende Stadt. Ständig fallen Wasser und Monster von oben herab. Wundert mich nicht, dass dieses verdammte Königreich in den Ruin gestürzt ist. Na, der hat mal wieder gute Laune. Hast du sie gesehen? Die Wachen diese Stadt noch bewachen, sogar nach ihrem Tod. Huh. Sich einer Aufgabe so übermäßig zu widmen, ist keine Tugend. Okay, er steht hier nur rum. Ich weiß nicht, also ich kenne ja Zote so ein bisschen. So, ich weiß nicht, es ist einfach so. Ähnlich wie Hornet finde ich einfach einen Charakter, den man vielleicht auch kennen könnte, ohne das Spiel gespielt zu haben. Weil er ist irgendwie so ein bisschen mimig. Habe ich so das Gefühl. Deswegen, ja, den kannte ich halt auch schon vorher. Deswegen bin ich immer so ein bisschen, wenn ich ihn sehe. Aber okay, er kann da gerne einfach stehen bleiben. Ist in Ordnung. Ich finde den Ort immer noch echt schön, so von der Atmosphäre her. Ja, jede Begegnung mit Zote ist ein einzigartiger Genuss. Oh, hier ist... Hier kommt der Genuss. Bling! So, mir ist ein bisschen dunkel, aber ich hoffe mal, ich komme hier trotzdem durch. Und dann irgendwie... Ich überlege gerade, kam ich da nicht durch? Ich bin ja von der Pilzöde rein. Also ich bin quasi jetzt fast wieder da, wo ich auch reingekommen bin. Aber natürlich, wo du den Schalter nicht erreichen konntest von der Seite. Ah, du bist halt... Weißt du, was das Allerpraktischste für mich ist, dass du hier bist? Du erinnerst dich an jene einzelne Stelle in diesem Spiel und kannst mir sagen, warum ich da nicht weiterkam, obwohl ich es schon längst wieder vergessen habe. Ich weiß nicht, wie du das machst, dass du dir das alles merken kannst. Ich auch nicht. Aber ich kann es jedenfalls nicht. Da kannst du mal so einen Shortcut öffnen. Erstmal da oben. Schön. Kommen Sie her. Nicht in mich rein. Ich sagte nur her. Die sind nicht so meine Lieblingsgegner irgendwie. Ich habe immer Angst, von denen aufgespießt zu werden. Ach, guck mal, das ist bestimmt der Schalter, oder? Mhm. Shortcut! Ah. Sieht immer noch voll schick aus. Also Hollow Knight, ganz ehrlich, da kannst du fast alles screenshotten und du hast immer ein schönes Wallpaper. Ich nehme an, da möchte ich nicht drauf springen. Boah, da ist ja noch eine. Da! Aber da ist einer mit einer kürzeren Nadel. Hollow Knight, Pazifist Run, let's go. Ich bin unschuldig, ich habe den nur einmal angedutscht. Aber jetzt weiß ich zumindest, dass ich in diese Stacheln nicht reinspringen möchte. Nein. Ich hatte mich noch gefragt, ob die vielleicht nur dekorativ sind. Okay. Vor allem sind beide einfach instant gestorben da drin. Ich weiß nicht, ist hier noch so ein extra? Die waren nur nervig, ne? Mhm. Oh. Das waren nicht die Kamikaze-Viecher. Davon habe ich jetzt letztens auch schon mal einen gesehen, aber ich weiß gar nicht, was diese Dinger hier machen. Oh. Ich meine im... War das in der Pilzöde? Irgendwo habe ich schon mal so ein Ding gesehen, so ein Traumfängerbäumchen. Mhm. Aber ich bin noch nicht dahinter gekommen, was ich damit machen soll. Die muss ich nicht auf der Karte markieren, du weißt auswendig, wo die sind, ne? Zumindest die zwei, die du bisher gesehen hast. Ja, vielleicht werden die später nochmal ein bisschen wichtiger. Ich habe mir übrigens etwas... Oder ich habe mich etwas gefragt, bevor der Stream angefangen hat. So ganz spontan. Und ich möchte diese Frage gerne auch einmal stellen.
Wenn ich einfach so erkunde, wie ich das hier tue, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich aus Versehen in ein DLC-Gebiet laufe oder in den DLC allgemein und elendig verrecke und weine? Null. Geil. Okay. Also du musst den schon aktiv aktivieren, sag ich mal, den DLC. Okay. In-game. Weil die DLCs sind ja quasi mit drin, denke ich. War nie in der Switch-Version automatisch drin oder musste man die noch kaufen? Weiß ich nicht. Ihr kennt mich in diesen Räumen, ne? Ich falle tief. Aber das Gute ist, so kann ich wenigstens meine Platforming-Skills ein bisschen verbessern, indem ich immer wieder runterfalle und wieder hochspringe. Nee, nicht, dass ich dann plötzlich... Ich kenne ja einen DLC-Boss, beziehungsweise ich kenne vermutlich so den DLC-Boss. Und in den möchte ich nicht einfach reinrennen, deswegen... Ne? Bis auf den letzten waren alle Basic drin. Und ach, alle DLCs sind kostenlos, echt? Das wusste ich gar nicht. Das ist ja cool. Flup. Warum kann ich? Ach so, einfach nur so. Ja, die Plattformen sind schon ein ganzes Stück auseinander. War jetzt da noch was? Ach, da. Weil ich muss ja eigentlich nach oben. Ich finde halt, Moment, sowieso, das Spiel kostet 20 Euro oder so. Also ich meine, es ist nicht das längste Spiel. Also jetzt, wenn du nicht gerade durchdrehst und das Spiel sehr oft spielst oder sehr, sehr intensiv oder wirklich 100, wie viel Prozent? Hat mehr als 100, ne? 112 oder 16. Auf jeden Fall, wenn du es halt nur regulär durchspielst, dann ist es wahrscheinlich nicht so extrem lang. Dann bist du wahrscheinlich, wenn du gut bist, in 25 Stunden durch und wenn du vielleicht länger brauchst, dann auch in 35 oder so. Ne, aber ja, auf jeden Fall ist es jetzt nicht das längste Spiel, wenn du es nur regulär durchspielst. Nichtsdestotrotz finde ich, für das, was du bekommst, finde ich, sind 20 Euro gar nichts. Ich finde, die könnten auch 60 Euro dafür verlangen, meiner Meinung nach. Und wie gesagt, du kannst das Spiel natürlich immer noch strecken, wenn du einfach gründlich erkundest. Oder schlecht bist, vielleicht potenziell dann auch. Wobei nicht schlecht, wenn du einfach vielleicht ein bisschen brauchst, um reinzukommen. Formulieren wir es lieber so. Oder langweilige Monologe führst. Oder das, so wie ich gerade. Oder du einfach 112, 16 Prozent machst. Oder alle DLCs und so. Also du kannst natürlich immer länger machen. Aber ganz normal, ohne alles zu holen, durchspielen ist wahrscheinlich gar nicht so lang. Und dafür finde ich, ist der Preis aber trotzdem einfach viel zu billig. Und dann auch alle DLCs kostenlos. Team Sherry, bitte, von irgendwas müsst ihr auch leben. Naja, die hatten die vier Schläge, okay. Ich meine, ich kann aber auch nicht einschätzen, wie lang das Spiel wirklich regulär ist. Ich kann halt nur sehen, wie lang Jans Spielstände sind. Oh, ein Schlüssel! Ich muss ihn nicht kaufen! Das ranzige Ei habe ich auch letztens gefunden, was er mir andrehen wollte. Geil! Das heißt, ich kann ja sogar dann noch... Der einfache Schlüssel ist doch bestimmt auch für andere Dinge in Mistmund, oder? Ich weiß nur nicht, ob der wirklich diese ganzen Türen aufmacht. Oder ob ich dafür vielleicht noch einen speziellen Schlüssel brauche. Kannst du ja lesen, was bei dem in der Beschreibung steht. Das ist eine gute Idee tatsächlich. Billig hergestellt mit einer typischen Form. Kann genutzt werden, um verschiedene einfache Schlösser zu öffnen. Er ist zerbrechlich und geht nach einer Benutzung kaputt. Oh. Wo habe ich denn? Jetzt muss ich mal ganz kurz gucken. Jetzt in Mistmund. Da unten ist eine Tür und rechts ist eine Tür. Und ich weiß nicht, ob in dem dunklen Gebiet auch eine Tür war. Aber ich hätte dann zumindest potenziell zwei Türen noch in Mistmund. Oh. Die Frage ist, wo stecke ich den Schlüssel jetzt rein? Die Tür in der Nähe vom Schamanenshop wäre natürlich näher, weil ich da eh hin möchte. Oder ob ich die hier unten aufmache, um dann mehr vom Gebiet zu sehen, wenn das überhaupt funktioniert. Ich habe keinen Plan, aber ich habe zumindest einen Schlüssel. Aber interessant, dass die verbraucht werden. Dann könnte ich mir mal vorstellen, dass die Lampe letztendlich nicht verbraucht wird, weil dafür ist die viel zu teuer. Und flupp. Ich glaube, die war nämlich knapp 2000 Geo.
So, jetzt bin ich hier. Dann ebne ich mir erstmal den Weg zur Hirschkäferstation. Okay. Denke ich. Ah, da leuchtet was. Und auf die Stacheln soll ich ja immer noch nicht drauf. Da kann ich hoch. Was ist denn dann hier unten noch? Ganz viele unschuldige Käfer, die jetzt leider einmal dran glauben müssen. 1800, das sind knapp 2000. Oh. Journal des Wanderers. Das war... Ach, hier unten. Die konnte ich irgendwo eintauschen, ne, die Sachen. Mhm. Aber du hattest ja gemeint, ich soll es erstmal, glaube ich, nicht tun. Ach ja, ich kann Walljumpen. Da geht's dann wieder weiter. Ich gehe aber... Kannst ruhig da mal kurz hingehen. Ja, okay. Aber du meintest ja, ich soll mein Geld erstmal ausgeben, bevor ich dann... Ein Aufzug. Okay, bevor ich dann mit mehr Geld hole. Ja, du solltest zumindest eine Route haben, um dein Geld irgendwo verwenden zu können, bevor du es irgendwo verlierst. Aber wo lande ich denn hier mit dem Aufzug? Kann ich mir das mal angucken? Mhm. Bin dann nicht instant tot. Mhm. Okay, ich frage nur, ich habe viel Geld dabei. Wo bin ich jetzt gelandet? Ach, guck mal! Das war das, was ich auf der Karte eingezeichnet habe, wo potenziell auch eine Tür ist. Von den beiden Gebieten, die ich gerade erwähnt habe, wo ich den Schlüssel einstecken könnte. Das eine ist rechts über der Bank, quasi. Und das andere ist genau hier. Was? Ich glaube, links geht's noch weiter, oder? Ja, aber wo war denn dann hier die Blockierung? Die Tür von dem Aufzug. Ach so! Die konntest du nicht von außen öffnen. Aha! Und nach unten wird... Ah ne, ich komme ja von unten. Ja, smart. Unten geht's auch noch weiter. Wait. Ich wollte eigentlich noch... Bitte stellen Sie sich nicht in mich rein. Meistens nicht so. Bitte halten Sie den Mindestabstand ein. Vielleicht gehe ich dann doch erstmal zu meiner Bank. Weil irgendwie... Wobei, ich könnte da auch einfach... Da ist dunkel, oder? Ich glaube, es wird hell, sobald du da reingehst. Das sieht mir aber wie eine Todesfalle aus. Vor allem, wie komme ich da wieder hoch? Ich gehe einmal kurz zu der Bank. Weil wenn ich dann wirklich hier sterben sollte, dann kann ich aber auch von da aus quasi wieder starten. Flupp, und dann kommen wir nochmal wieder. Ich könnte ja auch noch rechts weiter von Cornifer. Aber ich wollte jetzt eigentlich erst mein Geld wegbringen. So. Heißt irgendwie dahin. Ich vergesse nur die Hälfte der Zeit, dass ich Walljumpen kann und denke mir immer so, dass ich da nicht weiterkomme. Lass mich erstmal hier landen, bitte. Aua. Also diese fliegenden Gegner sind nicht so meine Freunde. Ach, da kann ich drauf landen. Kannst auch drauf schlagen. Will ich das? Achso, jetzt habe ich einen Shortcut? Fragezeichen? Ja. Knapp, aber ja. Geil. Ja, Fliegegegner sind allgemein manchmal ein bisschen anstrengend, das stimmt. Nicht immer. Und ich finde, die gehen noch, solange sie nicht diesen ganz langen Speer haben, aber... Ich weiß schon, wo mein ganzes Geld landet. Nicht da, wo es hin soll. Vor allem, wie teuer war der... das Ding, was ich haben wollte, 800? Der Schnellfokus, ja. Nicht der Schnellfokus, die längere... Langnadel. Ja. Der ist günstiger gewesen. Ach so, dann ist okay. Weil... Bist ja gar nicht so weit weg, wenn du den Aufzug wieder hochgehst eigentlich.
Nee, eigentlich nicht. Eigentlich können wir auch zu Fuß gehen, aber Hirschkäfer halt aktivieren ist eh nie verkehrt. Ich hatte mir halt auch vorgenommen für heute ein bisschen. Ich kann auch hier einfach runter. Die Stacheln machen mir nämlich Angst. Zum einen einfach so ein bisschen entspannter dran zu gehen, weil ich glaube, beim letzten Mal habe ich mir einfach selber so ein bisschen viel Druck gemacht, weil ich mir. Ich weiß gar nicht wieso, ehrlich gesagt. Zum einen habe ich vielleicht einfach ein bisschen eine falsche Erwartungshaltung gehabt, weil mittlerweile denke ich mir, ja komm, selbst wenn du von jedem Gegner einmal getroffen wirst und eine Maske verlierst, ist ja nicht schlimm. Ich renne ja nicht No-Hit durch, ne? Beim letzten Mal weiß ich nicht, war ich irgendwie so ein bisschen angeknackst, dass ich mir dachte, ich fühle mich instant schlecht, wenn mich der Gegner auch nur trifft, weil ich irgendwie das Gefühl hatte, selbst die ganzen kleinen Pisselgegner oder erst recht die ganzen kleinen Gegner müsste ich quasi schaffen, ohne getroffen zu werden. Dabei, naja, ich habe ja 5 Masken, eben weil ich getroffen werden kann. Na? Ich sag mal, klar, bei Bosskämpfen sollte man natürlich schon ein bisschen aufpassen und so. Und bei normalen Gegnern kannst du die Seelen einfach so schnell wieder farmen. Flupp. Also das geht so flott, dass es, glaube ich, nicht ganz so dramatisch ist. Und die Sache ist halt auch einfach, wenn das Spiel es vorsehen würde, dass man alles quasi No-Hit-mäßig schafft, dann hätten sie dir nur eine Maske gegeben, sag ich mal. Deswegen, da ist ja sowieso Spielraum mit bei. Und den kann ich ja auch ruhig nutzen, deswegen. Okay, kein Grund, sich schlecht zu fühlen, wenn man getroffen wird oder auch wenn man mal 2 oder 3 Mal getroffen wird. Und ganz ehrlich, selbst wenn man stirbt, ist es doch eigentlich nicht schlimm, weil das Spiel ist eigentlich sehr gnädig damit, dass du dein ganzes Geld wieder einsammeln kannst. Nur irgendwie, weiß auch nicht, wie komme ich da jetzt gut runter? Einfach so? Ah ja. Irgendwie beim letzten habe ich mir vielleicht einfach selbst ein bisschen Druck gemacht. Das kann auch sein, weil die Erwartungshaltung auch allgemein nach den ersten Streams doch ein bisschen nach oben gegangen ist, weil das ja doch ganz gut geklappt hat und ich mich nicht mehr damit retten konnte. Ja, ich habe noch nie Metroidvania gespielt. Nicht schlimm, wenn ich sacke. So irgendwann kam der Punkt, wo ich das vielleicht nicht mehr so hundertprozentig immer als Ausrede benutzen konnte und vielleicht hat mir das so einfach ein bisschen Angst gemacht. Dass es dann plötzlich tatsächlich von meinem Skill abhängig ist und ich mich nicht mehr, wie gesagt, damit retten kann, dass ich sage, ich habe halt keine Ahnung. Ja. Aber jetzt bin ich einfach. Ist das ein Herzteil? Oder also Maskenteil, wie auch immer. Jetzt bin ich einfach ein bisschen entspannter und mache es einfach in meinem Tempo. Ach nee, das ist für Seele, ne? Denke ich. Weil ich meine hier, Maske habe ich schon 3 Stücke. Kann es sein, dass die Masken, die ja für Energie sind, 4 Stücke sind und die Seelendinger nur 3? Oh, cool. Dass man sowas auch einfach random finden kann. Das heißt, man kann Fähigkeiten und auch solche, ich sag mal, Power-ups einfach finden. So. Dann haben wir die Ecke. Ich war am Anfang also zu gut. Weiß ich nicht. Also, ich glaube einfach, ich würde noch nicht mal sagen, dass ich zu gut war am Anfang. Ich glaube einfach dadurch, dass ich die ganze Zeit gemeint habe, ich kann das nicht, ich habe noch nie sowas gespielt, ich bin schlecht und so, hat sich jeder darauf eingestellt, okay, das wird ein bisschen dauern. Und dann war das überraschenderweise gar nicht so, weil ich. Ich würde noch nicht mal sagen, dass ich mich falsch eingeschätzt habe, weil ich konnte es ja wirklich nicht wissen. Ich habe ja wirklich noch nie sowas gespielt. War vielleicht auch ein bisschen Glück hier und dort mit bei. Kann gut sein. Aber insgesamt war es halt besser als gedacht. Aber ich wusste es halt auch selber irgendwie nicht besser. Ich glaube, deswegen war halt dieser Überraschungseffekt einfach so groß. So. Dann kann ich ja, Moment. Hier bin ich ja safe, ne? Hier unten, das, wo ich die Tür markiert hatte, auch streichen, weil die haben wir ja aufgemacht. So. Ich zeichne alles mit Bleistift auf die Karte ein und mit Kuli streiche ich durch, um auch wirklich zu sehen, dass ich es dann gemacht habe. Dann gehen wir erstmal zum Shop. Das heißt, ich muss einfach nur geradeaus durch. Und kann noch ein paar kleine Gegner in der Zwischenzeit mitnehmen. Ja, es ist halt, glaube ich, genauso wie Stella aussagt. Es läuft manchmal einfach extrem gut, weil man hat einfach einen guten Tag, man hat einen Lauf, klappt einfach super.
Und manchmal fluppt es halt einfach nicht. Und das ist vollkommen normal, das geht jedem so. Ich bin mir sicher, auch Alex, der super viel Zeit in Hollow Knight gesteckt hat, hat auch mal Tage, wo er sich von den kleinen Pupsfliegen treffen lässt und sich denkt, die haben wir alle irgendwie. Nur wie gesagt, ich glaube, eigene Erwartungshaltung ist einfach super wichtig. Denn oftmals haben andere Leute gar keine Erwartung an dich. Und dadurch, dass du selber irgendwie eine falsche Erwartungshaltung hast oder glaubst, dass alle Leute meinen, du musst das gut machen, machst du dir irgendwie selber Druck, der einfach gar nicht da ist. Deswegen das Wichtigste, das sollte man nie vergessen, einfach Spaß haben und in seinem eigenen Tempo machen. Und wenn man dann so ein bisschen gefrustet ist, ist man dann oft einfach so ein bisschen, hat man so ein paar Scheuklappen einfach auf. Ja, ich glaube halt wirklich, am Anfang habe ich mir gedacht, ich habe einfach überhaupt keine Erwartungen, ich muss halt einfach gucken, wie es läuft. Und so im letzten Stream war das schon so, I can do this, I have to, und dann hat es nicht geklappt. Na? So. Shoppen. Jetzt müssen wir mal gucken, ich hatte nämlich, wir haben gestern Abend noch gesprochen, gar nicht mehr auf dem Schirm, was die alles hatte. Das ist das für die Extraherzen, das ist nett, ich glaube gerade für Bosskämpfe mit Extraherzen reinzugehen, aber finde ich jetzt nicht so unendlich wichtig. Den Langnagel. Ich meine, wie gesagt, ich habe nicht so viel Ahnung. Ich kann nur das nehmen, was ich vielleicht für gut befinde, von der Beschreibung her. Aber ich meine, mehr Reichweite finde ich sehr gut, weil ich da nicht mehr so nah an die Gegner dran muss. Deswegen, das wäre halt schon sehr geil. Ach ja, das war das, dass man keinen Rückstoß hat. Finde ich auch nett, gerade wenn ich auf schmalen Plattformen kämpfe. Aber ich kann auch ohne, denke ich. Die Sache ist, du kämpfst ja eigentlich immer mit dem Rückstoß, also gewöhnst dich irgendwann dran. Ja. Wenn du den jetzt reinnimmst, gewöhnst du dich quasi dann wieder falsch und dann musst du ja da erstmal reinkommen. Gut, stärkere Zauber. Ich habe bislang nur den einen. Das war der Schnellfokus für schnellere Heilung. Finde ich auch super, super, super praktisch. Aber drei Sockel ist halt schon einiges. Und ob ich mir das jetzt aktuell leisten möchte, weiß ich nicht. Und hier sind die ganzen Slots. Also ich möchte auf jeden Fall den Langnagel haben. So, und jetzt habe ich noch ein bisschen Geld und ich überlege, ob ich den vielleicht direkt in einen Sockel investiere. Das war grammatikalisch nicht richtig, aber egal. Ich glaube, doch. Nehmen wir mit. So. Jetzt habe ich ja auch direkt hier eine Bank. Flupp. Das heißt, ich habe jetzt noch einen Platz und der Langnagel hatte zwei. Der sieht einfach richtig sad aus, der Sprintmeister. Das heißt, ich muss eins rausnehmen. Wegkompass definitiv nicht und Geoschwamm ist auch super praktisch. Das heißt, den legen wir ab. Dann nehmen wir den Langnagel mit rein. Dann habe ich sogar noch einen Slot. Das heißt, wir können die Dornen erstmal wieder reinnehmen. Warum nicht? Ne? Kann ja nicht schaden. Gut, ich kann hier natürlich jetzt nicht ganz so gut einschätzen. Du kannst einfach mal einmal ablegen und anlegen wieder und dann einfach mal vergleichen. Ich glaube, ich sehe es beim nächsten besten Gegner einfach. Jo. So, das heißt, wir waren jetzt hier. Dann könnte ich einmal eine Etage nach oben gehen und gucken, ob ich da meinen Schlüssel reinstecken kann. Dann kann ich einmal auf die andere Seite bis zu dem Raupi-Opi. Ich glaube, da kann ich auch latschen, weil ich auf dem Weg dahin eh noch anderen Stuff machen möchte. Dann muss ich eigentlich auch gar nicht nach Mistmund zurück. Vielleicht gebe ich mein restliches Geld auch der Bank. Ich weiß halt nur noch nicht so ganz, ob ich erst zum Tempel möchte oder ob ich erst die Stadt weiter erkunden möchte. Aber das überlege ich mir, wenn ich hier durch bin. Okay, dann erstmal weiter. Aber das war mir persönlich einfach wichtig. Ich glaube, ich muss noch ein paar mehr Gegner erstmal bekämpfen. Was war hier? Ich glaube, hast du Sly damals gefunden. Ah, das kann sein.